Die neuen iPhones wurden vorgestellt und ich muss zugeben, dass ich selten so hype nach einer Vorstellung der neuen iPhones war. Aber welches Modell werde ich mir kaufen und welches solltest du dir holen? Hey, ich bin Kong und heute versuche ich dir ein bisschen bei dieser Entscheidung zu helfen. Fangen wir doch erstmal bei den Gemeinsamkeiten an. Alle drei Modelle besitzen ein Retina OLED Display mit einem dünneren Rand bei ziemlich gleicher Pixeldichte. Zudem besitzt das Display eine Keramikbeschichtung, welches härter und gleichzeitig sturzfester sein soll. Alle besitzen 5G und den neuesten 5 Nanometer A14 Bionic Chip und alle Modelle werden ohne Ladeadapter und Kopfhörer geliefert. Ist zwar ganz schön, dass sie damit der Umwelt helfen, aber ihrem Geldbeutel helfen sie damit definitiv auch. Für mich persönlich ist das kein Problem, da ich dutzende Ladeadapter hier habe, aber wenn ich 1000 Euro für ein Smartphone ausgebe, würde ich es auch gerne direkt nutzen wollen, ohne vorher noch einen Adapter kaufen zu müssen. Was mich aber an der ganzen Sache am meisten stört ist, dass die ganzen neuen iPhones immer noch mit dem alten Lightning-Anschluss verbaut werden. Ich meine, wenn sie wirklich der Umwelt helfen wollen, können sie auch einfach USB-C verbauen und die gesamte Produktion für Lightning einstellen. Das Kabel müssen sie nicht mal beilegen, da mittlerweile wirklich jeder wenigstens ein USB-C-Kabel besitzen sollte. Naja, immerhin gibt es eine neue Lademöglichkeit. Bedeutet, sie haben hinten um die Ladespule Magneten angebracht, an dem sich das MagSafe-Ladegerät sich automatisch festzieht und damit die perfekte Position fürs Wireless Charging hat. Das Feature ist für mich mein persönlicher Highlight des neuen iPhones gewesen. Ansonsten besitzen sie alle die gleiche Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera, wobei hier die ersten Unterschiede anfangen. Die Pro-Modelle haben alle einen LiDAR-Sensor, mit dem man einen Raum abscannen kann, zum Beispiel Abmessungen durchführen oder Augmented Reality-Anwendungen präziser auszuführen als rein durch die Kamera. Dadurch, dass in allen Modellen der gleiche Chip verbaut ist, können alle Videos HDR mit Dolby Vision aufnehmen. Kurz gesagt, Dolby Vision ist eine andere Form von HDR, indem es Metadaten nutzt, um jedes einzelne Bild dynamisch nochmal nachzubessern und das Ganze mit einer 10-Bit-Farbtiefe. Das Ganze funktioniert mit allen verbauten Kameras, wobei die Pros das Ganze bis zu 60 Bildern pro Sekunde nutzen kann. Während das 12er und das 12 Mini eine Weitwinkel- und eine Ultraweitwinkelkamera besitzen, besitzt das Pro-Modell eine zusätzliche Telekamera, welche bis zu zweifach hineinzoomen kann. Ansonsten können die Pro-Modelle nun alle Fotos in Pro-RAW-Format aufnehmen. Jeder, der sich halbwegs für Fotografie interessiert, sollte genauestens darüber Bescheid wissen, welche Vorteile RAW im Vergleich zu JPEG bietet. Pro-RAW beinhaltet nicht nur die Standardinformationen, die RAW uns bietet, sondern bekommt auch noch zusätzliche Metadaten eingespeist, wie zum Beispiel Infos über Deep Fusion für mehr Flexibilität in der Nachbearbeitung. Beim Pro Max sind die Unterschiede dann endlich ein bisschen gravierender, denn hier bekommt die Hauptkamera einen 40% größeren Sensor für eine deutlich bessere Lowlight-Performance. Außerdem beherrscht die Hauptlinse das Sensor-Shifting, also hier wird zum Stabilisieren der Aufnahmen nicht nur die Linse genutzt, sondern auch der Sensor selber. Dadurch bekommt man eine bessere Stabilisierung und bessere Nachtaufnahmen. Beim Akku sind die Unterschiede etwas gravierender. So hält der Akku laut Apple beim Streaming beim iPhone 12 Mini 15 Stunden, beim iPhone 12 sowie 12 Pro 17 Stunden und beim iPhone 12 Pro Max bis zu 20 Stunden, ähnlich wie beim Vorgänger iPhone 11 Pro Max. Genauere Zahlen kann ich euch natürlich erst dann geben, wenn ich die Geräte wirklich ausführlich getestet habe. Zum Schluss der letzte Unterschied, das Design. Das 12er und 12 Mini ist eigentlich ziemlich genau wie das iPhone 4 aus 2010. Glänzende Glasrückseite umhüllt mit einem matten Alurahmen. Die Pro-Modelle drehen das Ganze einmal um. Matte Glasrückseite wie beim iPhone 11 Pro mit einem Hochglanz-Edelstahlrahmen. Gut, wo sind hier die Vor- und Nachteile? Stahl hat eine höhere Dichte und wiegt daher mehr als Aluminium. Deswegen wiegt das 12 Pro mit 187 Gramm 25 Gramm mehr als das 12er-Modell bei identischen Abmessungen. Durch die geringere Dichte ist Aluminium auch deutlich druck- und kratzempfindlicher als Edelstahl, hat dadurch aber ein bisschen besseren Polster beim Sturz. Das Pro-Modell gibt es in 4 verschiedenen Farben, wohingegen das 12er in 5 etwas verspielteren Farben kommen. Ansonsten hier nochmal ganz kurz der Größenunterschied aller Modelle, denn erst in Relation merkt man, wie viel kleiner das Mini im Vergleich zum Pro Max ist. Gut, setzen wir nun die Liste der Unterschiede kurz zusammen und entscheiden anhand von Prioritäten, welches Handy am besten für wen geeignet ist. Das iPhone 12 Mini ist schön klein und kompakt, relativ günstig, bietet dabei aber alle notwendigen Specs, jedoch mit dem kleinsten Akku. Das 12er ist mit 925 Euro etwas teurer, etwas größer und bietet ebenfalls alle notwendigen Specs. Das 12 Pro ist teuer, hat mehr Kamerafunktionen, einen LiDAR-Sensor, eine zusätzliche Telezoom-Kamera und das in meinen Augen bessere, aber vor allem robustere Design. Das 12 Pro Max ist mit 1200 Euro 17 Euro definitiv nicht günstig. Kommt aber mit einer noch besseren Telekamera und einem besseren Sensor plus Stabilisator für die Hauptkamera. Zudem hat das Max-Modell wie immer den größten Akku, ist mit seiner Bauform aber auch wirklich ein Titan. So, was brauche ich? Als Foto- und Videograf bin ich immer auf der Suche nach der besten Smartphone-Kamera, die es auf dem Markt gibt. Das ist für mich Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 2 ist ein großer Akku, ansonsten ein großes Display, ein schönes Display.
Mittlerweile ist mir die Performance vollkommen egal, genauso wie der LiDAR-Sensor. Und alles am besten so günstig, wie es geht. Da der letzte Punkt jetzt aber ein bisschen mit denen davor kollidiert, streiche ich den mal kurz weg. Und für mich kommt eigentlich nur noch das Pro Max in Frage. So, und nun zu dir. Das 12 Mini würde ich dir empfehlen, wenn du wirklich das Wichtigste möchtest und gleichzeitig Geld sparen möchtest. Perfekt wäre es dann noch, wenn du auf den kleinen Formfaktor stehst und mit dem etwas kleineren Akku kein Problem hast. Das 12 empfehle ich dir, wenn du etwas mehr Akku haben möchtest, gleichzeitig kein kleines Handy besitzen möchtest und nicht zu viel Geld ausgeben möchtest. Das 12 Pro empfehle ich dir tatsächlich nur dann, wenn du das Pro Max als deutlich zu groß ansiehst, aber trotzdem das Design haben möchtest. Bist du Fotograf, egal ob ernstes Hobby oder professionell, und legst unglaublich viel Wert auf die Flexibilität beim Arbeiten und möchtest so viel Akku wie möglich haben, kommt für dich eigentlich nur das Pro Max in Frage. Perfekt in dem Fall ist es dann auch noch, wenn du ein großes Display haben möchtest und ein ziemlich dickes Portemonnaie besitzt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die 12er Modelle deutlich besser geworden sind als erwartet, weshalb die Pro Modelle für die wenigsten wahrscheinlich interessant sein sollten. So, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner Einschätzung ein wenig bei der Entscheidung helfen. Reviews zu allen Produkten kommen auf jeden Fall noch auf diesen Kanal. Also, falls du nichts verpassen willst, kannst du diesen Kanal gerne abonnieren. Würde mich mega freuen. Ich freue mich jetzt auch auf mein Bett, in dem ich mich in ein paar Stunden hinlegen werde. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Spread some love and peace.